begrüßen wir ihn ganz herzlich. Hier ist Nelson Müller. Servus. Servus, hallo. Ruhig nach vorne. Ganz egal. Komm mal rein. Nelson, guten Appetit, mein Freund. Ja. Ich kann dir nur sagen, ich bin sehr stolz auf meine Kandidaten diese Woche. Sie sind nicht nur attraktiv, jung, intelligent, begabt, sondern sie haben auch lecker gekocht. Ich bin gespannt. Ich probiere gerne. Und zwar fange ich an mit dem Zwiebelrostbraten mit Möhren, Zucchini-Gemüse und Steinpilz-Polenta. Okay. Sei ehrlich, sieht dieser Teller nicht schon aus, als wäre er von einem Sternelokal? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön angerichtet, da hast du recht. Schöne Farben, schönes Farbenspiel, sticht einem direkt ins Auge. So, der Gartest, ja, ist schön. Außenrum, kleiner Rand, innen drin, ja, ist... Probieren wir mal. Das ist nur Neid vom Publikum. So. Gerne. Also ich gebe gerne gleich noch mal was rum. Also ich gebe gleich gerne einen aus, sagen wir mal so. Die nehmen mich beim Wort. Die Röstzwiebeln sind sehr, sehr schön. Und das Fleisch, ja. Das ist schon okay. Bisschen, die Würze ist auch gut, kann man nichts sagen. Gehen wir mal an die Polenta hier. Polenta auch super. Noch den Garpunkt testen. Gemüse auch super gegart. Ist schon mal ganz weit vorne, würde ich sagen. So Surf and Turf. Sieht das nicht geil aus? Ja, hier so Charlie Trotter mäßig angerichtet, Türmchen gebaut, prima. Sehr kunstvoll. Gambas probieren wir mal. Also sind schön gebraten, aber mir fehlt ein bisschen Salz. Ja, Mann, das ärgert mich jetzt. Was ist das hier? Panierter Salat? Ja, Eisbergsalat paniert. Das ist eine tolle Idee. Finde ich auch. Das Fleisch auch sehr gut gebraten hier. Sehr, sehr zart. Super zart. Ja, ne? Echt. Also da, also Fleisch top. Gute Idee mit dem panierten Salat. Die Soße habe ich gerade noch probiert, auch sehr lecker. Und ein bisschen wenig Salz an den Gambas. Aber insgesamt klasse Geschichte auf jeden Fall. Dankeschön. Käse noch mit Speck, Krautsalat. Das ist sehr, sehr schwer in der Herstellung. Das ist dein Rezept, oder? Sei ehrlich, ist das ein Knaller alles? Ich möchte nicht da sitzen und mit dir tauschen heute. Jetzt, also ich kann mir gut vorstellen, jetzt auf so einer Alm sitzen, auf der Wiese, Sonnenuntergang, und dann das essen. Ja. Ist gut. Ja. So, hier mal wieder ein Klassiker, gebackene Kalbsleber mit geschmorten Apfelscheiben, Zwiebelringen und Kartoffelpüree. Gut, der Zwiebeln haben wir reichlich, sehe ich gerade. Ja, die sind ja auch ökologisch mittlerweile sehr wertvoll. Wenn jeder jeden Tag so ein paar Zwiebeln essen würde, könnten wir teilweise mit Eigengas nach Hause fahren. Also... mal vormachen, oder? Ja. Ja, da muss man überlegen, 7 Kilo Zwiebeln isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Das ist schon Knaller, ne? Ja, das ist Wahnsinn, ja. Also die Leber habe ich jetzt gerade mal angeschnitten. Da fällt mir halt auf, wie es leider zu durchgebraten. Das ist sehr fatal. Ja, ja. Also das ist auch nicht einfach. Ich meine, das ist ein Klassiker, aber der muss dann halt auch perfekt sein, ne? Ja, ich probier jetzt mal.
wenigstens gut abgeschmeckt, das ist schon mal gut. Zwiebeln sehr schön, Äpfel schön karamellisiert, sehe ich gerade. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, ja. Aber die Leber halt durchgebraten, ne? Das ist ein grober Minuspunkt und ist schade, weil ansonsten wäre das halt echt top. Sonst könnten wir es... Na, aber der Rest ist ja nicht schlecht. So. Ja, Filet à la Grand-Mère. So, das Fleisch ist relativ hell. Ist eine ganz neue Technik. Ja? Ich habe heute sehr viel gelernt. Mhm. Obwohl es ja scheinbar an der Pfanne vorbeigeflogen zu sein scheint, ist es gar nicht schlecht. Die Soße schmeckt ganz gut. Ja, ja. Aber so ein bisschen Farbe wäre schon nicht schlecht gewesen. So. Jemand, hier sieht es auch noch einigermaßen aus von der Farbe. Was mir auffällt, ist, dass sich das Fett so ein bisschen trennt. Also die Bohnen sind relativ fettig. Ich weiß, dass du das ganz gern magst. Aber ja, na, sagen wir mal ganz im Ernst, ja, wäre es schöner, wenn die Soße, ich zeige das hier mal, eine homogene Masse wäre und nicht das Fett sich so getrennt hätte, wie das hier passiert. Ja, das stimmt. Ne? Vielleicht am ganzen Schluss, ja, vorm Anrichten noch mal ein bisschen Brühe dazu rühren und dann klappt das. So. Rinderfilet mit Bouillon-Kartoffeln und Meerrettichsoße. Wobei das Rinderfilet natürlich auch blanchiert ist. Ne? Ja, ich wollte mich gerade sagen, das hat auch keine Farbe. Stimmt. Aber das ist ja selten, das machen selten Leute. Finde ich prima. Ja, wir haben keine Pfanne mehr. Das ist super zart. Ja, echt. Das Bouillon-Gemüse könnte ein bisschen mehr nach Bouillon schmecken. Da müsste man halt die Bouillon ein bisschen stärker abschmecken. Entschuldigung, dass ich hier mit vollem Mund rede, aber ich habe hier so viele Teller zu probieren. Das Fleisch reißt raus. Mein Küchenchef hat früher immer gesagt, die Soße reißt es raus, aber hier ist das Fleisch, das es rausreißt. Ja. Aber sehr gut gemacht hat es auf jeden Fall der Zwiebelrostbraten und ist deshalb auch weiter. Gleich mit dabei ist Surf and Turf. Schöne Geschichte. Ja, das war hier unser Almöhi. Ja, man findet aber das genauso selten wie ein vierblättriges Kleeblatt. Das, ja, ist ganz selten. Das, oder Alpenweiß. Das wächst ja so. Nicht. Edelweiß. Nein, wie auch immer, ist auf jeden Fall dabei. Schmeckt. Hat lecker. So, jetzt wird's schwierig. Hier muss ich sagen, gefällt mir die Garmethode, ist mal was anderes und hat auch wirklich funktioniert, weil das Fleisch sehr, sehr zart ist. Gemüse, gut, bisschen Salz kann man verschmerzen, ist auf jeden Fall dabei. Leider, ich würde ganz gern eigentlich die Kalbsleber weiterkommen lassen, weil das ist ein sehr schönes klassisches Gericht, aber ich kann es nicht machen, weil sie durch ist und das ist so ein fataler Fehler. Ja. Liebe Renate, es tut mir wahnsinnig leid. Ja. Liebe Leute. Ja. Aber meine Damen und Herren, Nelson kommt zu uns. Morgen ist ein neuer Tag und leider Gottes ist es in der Küchenschlacht so, dass immer einer raus muss. Und ich muss sagen, Renate, meine Mama hat die Leber genauso gemacht und ich mag sie so. Und wir sehen uns morgen wieder mit diesen 5 Kandidaten. Dankeschön, Nelson. Bis morgen. Tschüss.